So, dann fangen wir mal an. Eine Weltklasse-Ausbildung für ihn und überall 100% kostenlos. Also stimmt nicht ganz, 100% kostenlos ist es nicht, sondern es sind Leute, die halt für Khan-Akademie Spenden machen, Interesse da haben. Es gibt Unternehmen und Schulen, die daran mitwirken. Und daher ist es eigentlich kostenlos. So sollte man das eigentlich ja formulieren. Danke an alle Schulen und danke nochmal an alle Unternehmen, die das tun. Natürlich gibt es auch einen Nutzen dabei, etc., etc., pipapo, aber das ist jetzt dahingestellt. Wir werden jetzt nicht alles ansprechen, warum Hintergrund und warum die Welt öde ist, wer hat es erfunden, Ricola und so weiter und so fort. Also, Lernende sind wir, hast du bereits im Prozess und nein, wir klicken auf Lernen natürlich, klicken natürlich auf Registrieren und dann steht das Lernen registrieren und was müssen wir tun? Wir müssen natürlich erstmal das machen, wir müssen erstmal hier diesen Scheiß Matrix raushauen, weil der blockiert jeden Scheiß. Dann müsst ihr auch wieder den Adblocker hier deaktivieren, weil sonst haut es nicht hin, okay? Er ist halt so, bitte auch macht es wirklich, damit es funktioniert, alles deaktivieren den Adblocker, weil sonst kriegt ihr Probleme. So, also registrieren, Lernende, geboren natürlich am März, jawohl, am 125. Und ich bin leider 80er-Kind. Ich wäre gerne 70er gewesen, wäre noch geiler gewesen, aber so ist das. So, und dann ist es ganz, ganz wichtig. Ihr habt vier Möglichkeiten: Google, Facebook, Apple mit E-Mail-Adresse registrieren. So, ich kann euch sagen, die beste Option ist die mit Google. Google, meiner Meinung nach, ist die beste, weil wenn ihr Android habt oder Apple zumindest auch wenn ihr Apple habt, Apple-Geräte, aber das ist alles synchronisiert. Und da bei mir ist Android, dann mache ich Google. Also Google anmelden, ist ganz einfach. Ich habe mein Superkonto, mein Andi der Zauberer. Es kann ich leider nicht ändern, geht leider nicht mehr, schade eigentlich, aber ich habe ja Andy Wiki gemacht, also Andi der Zauberer ist halt für die von kleinen, früher entstanden von kleinen Kindern, weil die gesagt, das ist der Zauberer, weil der hat uns das Leben gerettet. Ja, ich habe mal irgendwann den Grundschülern das Leben gerettet. Das ist aber eine alte Geschichte und wenn ihr sie hören wollt, macht, dass ich 10.000 Abonnenten habe und dann bekommt ihr sie zu hören. Oder 100.000. So, dann klicken wir drauf, dann sagen wir ja, ne, anmelden und dann wartet ihr ein bisschen und da ihr die ganzen blöden Blocker deaktiviert habt, klappt es auch hier. So, dann sind wir schon mal gleich drin, es geht ganz schnell. Wir haben natürlich auch noch nicht alles eingerichtet, wähle einen Benutzernamen. Füge deine Biografie hinzu. Das sind sozusagen, die wir machen sollten. Das heißt, wir wählen einen Benutzernamen. Und der Benutzername ist nicht Andi der Zauberer, sondern Andy Wiki. Es kann aber auch sein, dass die da sagen, das haben wir nicht programmiert, das wollen wir gar nicht. Ne? Spitzname. Ne? Lass uns bestätigen, wer du bist. So sicher, dann musst du dich erneut anmelden. Ist ja klar. Und dann heißt es mit Google. Und dann wieder zack. Und zack. Und zack. Ne? So. Also, wähle Benutzernamen, an die Wiki ist gemacht, Leerzeichen unterstützen sind, das ist wunderbar. Benutzer. So, und dann natürlich starten wir ganz kurz. Ne? Die erste Klasse. So, meine Kinder, der Waschbär ist auch mit dabei. Hallo, meine Kinder, erste Klasse, Fresse ein. Ne? Und ups. Und dann schauen wir mal, also die erste Klasse so lernen. Ich war schon lange nicht in der Schule. Schauen wir mal, was die erste Klasse lernen. So, starten wir mal, ne? Dann seht ihr ein bisschen, wie das funktioniert. So, Lernerhalt, der Stellenwert, was ist das, der Lehrer? Ich soll es wissen, ihr Arschlöcher. Ich habe auch gerade angefangen. Über diese Lektion, wir werden etwas über eine und zehner Stellenwert lernen, zweistellige Zahlen vergleichen. Zahlen von 0 bis 100, Zahlen fällt, lerne, übe. Also ich denke mal, denke mal, komm, Zahlen bis 100 übe. Video, schauen wir mal noch. Ja, mal ein Video. Mal schauen. Ist das auf Englisch oder auf Deutsch? 50, 60 und der andere wird dann Ah! halt immer noch die gelbe Zahl, die ich schon vorher reinkopiert habe. Also hier ist es 40 plus 5 sind 45. 50 plus 5 sind 55. Okay. Ich Und das mache ich jetzt. hab's verstanden. Dann gehen wir Zahlen Meister ran. Zahlen bis 100. Du bist bereits ein Meister. Diese Fähigkeit, du
Du kannst mit dieser Übung kein weiteres Level erreichen. Ach so, ich war schon mal hier. Ach, richtig. Okay, sagen wir uns was. Auf geht's. Welche Zahl fehlt im Gitter unten? Die fehlende Zahl ist. Also, ich bin ja sowieso schon Meister. Verdammt, schon so lange her. Gibt es eine Zeit hier? Was ist das? So, das ist cool. Okay. 119. Habe ich jetzt gerade gesehen. Jawoll! Das kleine Kind freut sich an die Mach, freut sich. So, nächste Aufgabe. Welche ganze Zahl kommt direkt vor 105? Natürlich 104. Nächste Aufgabe. 101 natürlich. Von wegen, nächste Aufgabe. Die fehlende Zahl ist. Ach komm schon, Leute. 101. Welche ganze Zahl kommt direkt vor 110? Das ist 109. Das ist doch jedes Kind. Und nächste Aufgabe. 108 natürlich. Ha, ich muss mich mal warten. So, jetzt. Fehlende Zahl ist 111 natürlich. Mein Gott, bin ich gut. Du hast gut gemacht. Mach weiter so. Ja, ich werde gefeiert. Nächste Lektion, ne? Lerneinheit. Was? Ich bin die über 10. Stellenwert, auch das, ich habe es geschafft. Nächste Lektion. Oh. Nächstes Video. Ich bin schon so schlau, dass ich Videos nicht mehr schauen muss. Und wieder weiter. Und wieder weiter. Meine Güte, bin ich gut. Und jetzt auf geht's. Nee, du kannst mit ihm nicht weiter aufsteigen. Für einen Abschlusstest oder einen Kurs catchen durch, um das Mastery-Level zu erreichen. Was, so krass bin ich. Ich kann nicht weiter, weil ich zu schlau bin. Meine Güte, ey. Lieber Schieber, ey. Das ist ja gemein. So, wie viele Zehner sind in der Zahl 7? Ja, ist doch ganz klar. Die Zahl besteht aus. Ein Zehner. Moment. Wie viel Zehner? Ein Zehner ist ein Zehner. Also 10 besteht aus einem Zehner. Da müssten 70 7 sein. Oh meine Güte, nicht, dass ich etwas vergessen habe wieder. Nein, ich bin viel zu schlau, um das zu vergessen. Der Sportler hat 30 Fußbälle. Er kann die Fußbälle in. Oh. Gruppen von jetzt oh, in drei Gruppen natürlich. So, in einem Gehege sind 10 Ponys, ein Kogel hat 70 Ponys. Das Kogel braucht natürlich 7 Gehege für ihre 70 Ponys. 6 Zehner sind natürlich 60, ist doch klar. Komm schon, das weiß doch jeder. Jedes Kind. Ich bin zufälligerweise eins. Ein großes Kind. Wie viele Zehner sind in der Zahl 40? Natürlich 4 Stück. Aber warum haust du mich, weil du ein Arschloch bist? 4 Zehner, jawohl. Ich kann meine Stickers in. Ich habe 40 Stickers und 4 Gruppen von je 10 einteilen. So sieht's aus. Und Charlotte hat 40 Bananen und Charlotte braucht 4 Kisten für ihre 40 Bananen. Ist ja klar. Ja. Jetzt kommt die Übung. Bereit zum Üben? Zeige uns, was du kannst. Jawohl, Baby. Ich mache euch fertig. Kleinen Wichser, auf geht's!
Oh meine Güte, nein, scheiße, ich hab das wieder vergessen. Welche Zahl wird in den 10er Gitternetz unten dargestellt? Ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und, Klein Andi, wie geht's weiter? Ich habe, glaube ich, Mama 8. Aber da sind noch irgendwelche 2. Und jetzt muss ich von wieder vorne zählen. Hey, du Arschloch! Schau! Aua! Schau! Das sind doch ganz einfach! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 82, du Arsch! Und stimmt das? Sind das 82? Moment mal, die Zahl in dem 10er Gitternetz unten dargestellt. Ja klar, es geht um die Zahl. Und da wir pro Gitternetz. Moment mal, pro Gitternetz. Ja, sind das überhaupt 10? Klar, denn oben haben wir 5, unten haben wir 5 und 5 plus 5 sind 10 oder 5 mal 2 sind 10. Und wenn ihr das zählt, also einmal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82. Und das heißt 82. Juhu! Wir haben wieder was gelernt. So, nächste Aufgabe. 4 plus 9, also einer sind halt nämlich 10, also 4 Zehner plus 9 Einer sind 49. Juhu! Weiter geht's. Wie viele Blöcke sind es? Ja, das ist ganz einfach. Wir haben pro Block 10 Stück und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, also 5, 6, 7 und ein ganz klein, das heißt, wir haben 71. Juhu! Nächste Aufgabe. 27. Ja, genau, ist gleich. So, wie viel sind 27? Ganz einfach, sind 2 Zehner plus 7 Einer. 27 sind, ganz klar, wenn es ein Einer gezählt wird, dann haben wir nicht Zehner, ne, weil das ist dann 2 Zehner plus 7 Einer, sondern wenn wir hier rein Einer zählen, dann haben wir tatsächlich 27 Einer. So, und das ist wieder mal richtig. Also wie viele Kekse werden und Kekse, ich mag Kekse, ja. Ich liebe Kekse. Wie viele Kekse werden unten dargestellt? Jede Schachtel enthält 10 Kekse. Das ist ganz einfach. 10, 20, 30 und 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 leckere Kekse. Ich hoffe, das sind die Kekse von Milka. Jetzt habe ich kostenlose Werbung gemacht. Und dafür werde ich nicht mal bezahlt. Oh, geil. So, nächste Aufgabe. Welche Zahl wird in dem 10er Gitternetz dargestellt? So, ist klar, 33. So, langweilig. Ich will Herausforderung. 7 plus 5. So langweilig. Frau Lehrerin, geben Sie mir schwierige Aufgaben. Ich überspringe gleich die ganze Klasse, so gut bin ich. Ich bin ein Genie. Hey, du Arschloch. Doch kein Genie. Nächste Aufgabe. Oh nein, zweifle ich jetzt, stellen wir eine Aufgabe. Nein. So, was haben wir denn da? Zweite Stellenaufgabenwerte. Oh Mann, das schaffe ich nie. Erste Klasse. Was? Ich bin noch in der Lektion 2. Scheiße, Alter. Auf geht's. Was ist dasselbe wie 26? Na, das ist gar nicht mal. Müsst ihr zusammen ziehen. Wie wähle alle zu dürfen Lösungen? Also 10 plus 10 sind 6, 26. Ja. Nein. 10 plus 10 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und das ist es so. Juhu! Welche der Lösungen ist das gleiche wie 46? Na klar, 46 Einer. 6 Zehner, nein. 4 Zehner, ja. Und ja. Juhu! Welche Zahl ist das gleiche wie 5 Zehner? Plus 12, also, welche Zahl ist das gleiche wie 5 Zehner und 12 Einer? Ja, das ist die Zahl 62. Oh.
Yes! Welche der Lösungen ist das gleiche wie 68? Ja, das ist ja einfach einmal die A, also ne, 6, 10 und 8, 1, 68. Dann 6, ja, und hier, ne, so. Ja! Welche Zahl ist das gleiche wie 3 Zehner plus 24 Einer? Ja, okay, das ist ganz einfach. Das ist 54. So, und zack. So. Was ist dasselbe wie 51? Yep. Yep. Und zack. So. Und welche der Lösungen ist das gleiche wie 26? Perfekt. So, mal weiter so. Ne, nächstes Quizfrage. Jetzt kommt also Zeit für einen Test. Oh nein, die lieben Kinder! Jetzt kommt der Mathematiktest der ersten Klasse. Ich habe Angst, ich habe mein Waschbär ganz, ganz toll fest. Ne, immer dann. Ich habe immer mein Waschbär mitgenommen. Meine Lehrerin hat mir immer wegnehmen wollen. Aber mein Waschbär darf nie weg. Ich, du erdrückst mich, du Arschloch. So, 5 Fragen, 10 bis 13 Minuten. Meine Güte, auf geht's. Kommt schon. Welche ganze Zahl kommt direkt vor 110? Na, Logo, 109. Jawohl, next. In einen Korb passen 10 Äpfel rein. Roman hat 30 Äpfel. Das heißt, wie viel braucht der Körper für die 30 Äpfel? Natürlich 3. Denn wenn in einem Korb 10 reinpassen, 10 mal 3 sind 30. Weiter geht's. Wie viele Blöcke sind es? Ach komm, schon mal, die mich verarschen. Das sind doch ganz genau 64. 64 Blöcke. Juhu! Welche der Lösung ist das gleiche wie 75? 7 Zehner plus 5 Einser und 7 Zehner plus und sagen wir mal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und yep. Juhu! So, 2 Zehner gleich 20 natürlich. Und wow! Level aufgestiegen. Was? 0 Fähigkeiten. Level abgestiegen. 0 Fähigkeiten. Keine Änderung. 4 Fähigkeiten. 250 Energiepunkte. Ich glaube, das ist das Maximale. Schaut mal, ich bin König der Könige. Außer hier, die Schelme, wieso habe ich da keine. Hä? Bin ich jetzt King oder bin ich nicht King hier? Schmeide! So. So, ich bin ja nicht einmal weit. Ach so, ich komme ja noch. Ach, da habe ich auch, glaube ich, Fehler gemacht, oder? Nee, doch nicht. Das heißt perfekt. Versucht, kenne. Was ist es? Wo bin ich jetzt da? Oh, ich habe ihn gemeistert. Ich habe 100 Punkte. Oh, ich bin Profi. Wow, 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 wow! Das ist das Endergebnis also. Oh, krass, oder? Ich bin Profi, Profi-Level. Wow, wow, Alter, ich bin gut, Mann, Alter. So, groß und größer als kleiner. Größer als kleiner hatten wir doch mal. 1 plus 1 ist 2. 2 ist gleich 1 plus 1. Wenn 2 ist gleich 2 ist, dann ergo 1 plus 1 minus 1 ist 3. Genau, 1 plus 1 sind 1 und 1 und ist gleich 3 minus 2 kann auch 1. Ah, okay, das ist das Größenverhältnis, größer oder kleiner halt. Das hatte ich vor Millionen von Jahren. Ist ganz einfach erklärt, hier wird eine Mathematik gefragt, welches Ergebnis ist gleich, groß oder kleiner als das. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier haben 1 plus 1, ist das gleiche wie 2. Dann wird gefragt, ist jetzt 1 plus 1 größer, kleiner oder gleich groß wie die 2? In dem Fall 1 plus 1 ist 2, also ist die 2 genauso groß, als hätte ich 1 plus 1, denn das ist auch eine 2. Okay, soweit verstanden, los geht's. Also, nächste Übung, auf geht's. Und weil es so Spaß macht, machen wir das zum Schluss und dann gehen wir gleich zum nächsten Tutorial und wenn Andi macht, und dann natürlich zu Coursera. Da stelle ich euch Coursera vor. Alles, was Spaß macht, und weil ich ein Babykind bin, machen wir das noch. Also vergleichen mit Hilfe von oder. Oder ist gleich. Also, ist 91, ist die Frage, größer als 90?
Okay? Größer im Endeffekt mit Hilfe von, das ist Größe und das ist halt kleiner, oder? Das ist S gleich. Glaube ich zumindest. Wir werden es gleich erfahren. Moment. Vergleiche mit. Sicher, ich spicke. Okay, dann schauen wir mal. Ja, wir haben es richtig verstanden. Wunderbar, ne? Und umgekehrt halt ist es dann, würde bedeuten, dass die 91 kleiner ist als die 90. Aber das stimmt ja nicht. Okay, nächste Aufgabe. Vergleiche mit Hilfe von, ne? Ja, das ist ganz klar. Jetzt haben wir das umgekehrt. Die 43 ist. Das bedeutet, wir nehmen dieses Zeichen und das bedeutet, die 43 ist. Warum ist das jetzt so? Okay, erkläre ich euch auch. Und zwar, der Pfeil, diese Klammer, ist das Krokodil. Und das könnt ihr euch wie ein Krokodil vorstellen. Oder wie ein Waschbär. Und jetzt könnt ihr euch so ein Krokodil vorstellen. Wie ein Krokodilmaul. Und das heißt, wenn ich größer bin, dann esse ich dieses kleinere Tier auf. So. Und deswegen heißt es so. Okay. 71 ist gleich. Machen wir mal schnell die Aufgaben. Das ist wiederum das mit dem Krokodil. Ne? Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass das Krokodil nach vorne zeigt. Ja, ganz klar. Weil es ist ja ein bisschen blöd mit der Klappe, weil man denkt ja, Moment mal, aber ist doch so die Klappe. Nee, nee, das Krokodil ist so. Ne? So der Pfeil. Der Pfeil muss nach vorne zeigen. Okay? So. Und hier ist es halt wiederum anders. Hier ist es halt umgekehrt. Ja. Merkt euch einfach immer, wenn die Zahl größer ist, dann muss diese vordere Ecke, diese vordere so zeigen. Ne? Das machen wir jetzt nochmal. Und dann die nächste Aufgabe, so wie hier jetzt. Wenn die Zahl größer ist als die 58, dann kann es nur das sein, weil das zeigt nach vorne. Ne, das ist dieses Krokodil nach vorne. Ich gehe nach vorne und fress dich auf. Ja, so. Und fertig. Ja. Eine ganz einfache Sache. Machen wir ordnen die folgenden Zahlen von der kleinsten bis zur größten. Also das ist auch eine ganz einfache Sache. Ihr habt hier eine 8. Die 8 ist jetzt die kleinste. Also hier steht von der kleinen bis zur größten. Dann kommt 8. Dann kommt 25, dann kommt 76, 99. So, das machen wir auch ganz schnell. Dann sind wir fertig. Am Samstag zählst du 39 Sterne, am Sonntag zählst du 93, also 93 Sterne. An welchem Tag hast du mehr Sterne gezählt? Oh, das ist natürlich ganz schwer. Wenn ich am Samstag 39 Sterne, am Sonntag 93, ja, dann ganz klar, dann habe ich am Sonntag natürlich mehr Sterne gezählt. Denn da habe ich mehr. Ne? Also ganz einfach. Ist jede Zahl kleiner als 87 oder größer als 87? Also auch einfach. Hier ist die 97. Wenn die 97 ist, dann, und da habt ihr die 87, dann müsst ihr das anders machen. Also ne? Nicht nach vorne hier, sondern dann macht ihr das so. Also ihr wählt nicht die Zahl so, ne? Also nicht so dieses Krokodil, nicht nach vorne, nicht diese, sondern ihr wählt das hier. Ne? Weil das ist ja die Zahl. Beziehungsweise kommt davon, was gefragt wird. Ist jede Zahl kleiner als 87 oder größer als 87? Wenn das gefragt wird, das ist kleiner oder größer. In dem Fall ist die Zahl. Die Frage durch diese könnt ihr sehen, was gefragt ist. Und das würde bedeuten, dass da machen wir zuerst das da. Ne? Da haben wir hier dieses Zeichen so. Kann das nicht stimmen, weil das ist umgekehrt. Beziehungsweise da stimmt, das stimmt, genau. Da haben wir das Zeichen da. Seht ihr? Die Zahl ist größer, und wenn sie größer ist, kommt das Krokodil da. Also habt ihr das hier. Also sieht so hier, größer. Und das habt ihr halt dann auch so und das habt ihr auch so. Das würde bedeuten, dass das Krokodil so ist, nur so und so. Das schon mal richtig verstanden haben. Ja, naja. Wenn also diese Zahl kleiner ist als die 97, dann muss das Krokodil so.
Wenn die Zahl kleiner ist als die 88, dann muss es so, in die Richtung. Und wenn es größer ist, die 87, dann muss das Krokodil in die Gegensetzung, also links. Ja. So. Ordne die folgenden Zahlen von der kleinsten bis zur größten. Auch da ist wieder ganz einfach. Zuerst die 22, dann die 49 und dann die 82 und die 95. So. Sehr ziemlich einfach. Ne? Allison hat 49 Bücher, Chris hat 29 Bücher. Wer hat mehr Bücher? Ganz klar, Allison hat mehr Bücher. Dann ist jede Zahl kleiner als 70 oder größer als 70. Wir haben mal wieder das Gleiche. Hier das Krokodil wiederum ganz klar links. Hier wiederum ist es dann nach rechts. Na, nein. Moment, Moment. Nicht, dass wir wieder was verwechseln. Wenn wir. Das muss ich selber nachdenken. Wenn größer ist. Wenn größer ist, hier ist es. Na, ihr seht, das Krokodil, wenn größer ist, dann muss es in die Richtung zeigen. Was ist. Ja, die Zahl ist ja wieder anders. So, ist jetzt hier so ein bisschen so auf der anderen Seite gestellt. Also wenn größer ist, ist so. Kleiner ist so. Kleiner. Genau, kleiner. Ist jede Zahl kleiner als 70 oder größer als 70? Kleiner und kleiner. Schauen wir mal, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, ne, also nicht euch täuschen lassen. Das Krokodil, auch wenn jetzt diese Zahl hier nicht statt links ist, sondern rechts ist, also so rechts gestellt, das Krokodil sagt, hier gehe ich auf die linke Seite, wenn etwas schwächer ist wie ich und kleiner ist wie ich, und auf der gegenseitigen Setzung, wenn etwas, wenn die andere Zahl größer ist. So. Okay, ja. Nächste Aufgabe. Oder die folgenden Zahlen, genau 52, 57, ne, 52, 57 und 63. So, und fertig. Ja. Jetzt kommt ein Abschlusstest, dafür gibt es Zeit von 16 Minuten, also einfach, auf geht's, komm. Das machen wir auch noch, die Zahl 30 besteht aus 3 Zehnern. Ist jetzt nichts Besonderes, weiter geht's. Welche der Lösungen ist das gleiche wie 51? Dann mal die Lösung A. Dann nochmal einfach da. Und fertig. 38 ist gleich, ganz klar, 3 Zehner. 38 ist gleich 31. Und ja. Das geht dann schnell. Ordne die Dinge von der kleinen bis zur größten. Also easy peasy. Zack. Und weiter geht's. Next. Vergleiche mit Hilfe von wer kleiner, ganz klar. Wir wissen ganz genau, das Krokodil, wenn es größer ist, geht so, wenn es kleiner ist, geht so. Das heißt hier, zack, weiter geht's. Welche Zahl fehlt? 120. Wie viele Karotten werden unten dargestellt? Jede Schachtel enthält 10 Karotten. 52. So. Das rote Flugzeug hat 83 Passagiere, das blaue hat 93 Passagiere, welches Flugzeug hat weniger Passagiere? Es wird hier gefragt, welche weniger ist, natürlich das rote Flugzeug und zack. Und weiter geht's. Welche Zahl fehlt im Gitter unten? Die fehlende Zahl ist ganz klar, 119. Werden Sie sich ein bisschen mehr Mühe geben sollen bei den Aufgaben, aber naja, okay. Welche der Lösungen ist das gleiche wie 53? Genau, 53, 10er nein, 53, 1er ja. 10, 10, 10, 10, 10, 10, ja, 15er und 3er, ja. So, ja, nicht gekackt wieder mal, ne? Aufgestiegen und lerne halt. Ja. So, da haben wir wieder halt diesen Zusammenhang zwischen Addition und Subtraktion, das ist klar, 2 plus 3 ist 5. Dann hier haben wir 5 minus 2 sind 3. Und 5 minus 3 sind 2. Also da müssen wir jetzt auch nicht viel schauen. Da können wir jetzt auch noch und so weiter und so fort. Und jetzt ist es wichtig zum Schluss, weil wir wollen ja natürlich auch zurück. Und das ist ganz wichtig, dass hier viele dann irgendwo zurück wollen. Wenn ihr zurückgehen wollt, müsst ihr nicht viel tun. Also ihr müsst dann nicht auf den Pfeil klicken oder so, sondern ihr klickt tatsächlich auf eure mittleren Khan Academy. Ihr klickt einfach drauf und siehe da, ihr seid zurück. Ja, ganz klar, ihr seid dann zurück und
Ganz, ganz wichtig ist auch, wenn ihr dann da zurück seid, seht ihr hier meine Kurse und ihr seht hier zweite Klasse, aber nicht die erste Klasse. Und die erste Klasse, die habt ihr unter Lernfortschritt und das sage ich euch noch auf jeden Fall. Und dann springen wir an die Macht Coursera, also die nächste. Das ist die nächste Websoftware, Lernmöglichkeiten, dann kriege ich einen Lernfortschritt und dann habe ich hier im Endeffekt die Aktivität, also was ich halt gemacht habe, ne? Also hier verbinde und so, was es alles gelernt wurde und hier sehe ich dann auch, wie viele Punkte ich gemacht habe, ne? Also Abzeichen und bei Kurse so. So, das mit Lernfortschritt ist natürlich so, dass ich hier dann sehen kann, ah, okay, das ist Minus, aber ich kann da jetzt nicht auf, also ich kann da nicht drauf. Und da müsst ihr, das ist ein bisschen blöd gemacht, und zwar, seht ihr das? Das hier? Da müsst ihr einfach nach oben auf diesen Pfeil klicken. Und ihr seht hier jetzt da zum Beispiel diese Einstieg in Mathematik. Ihr seht 27%, okay? Und wenn ihr da seht, da 27, dann seht ihr auch da Klasse 1. Und ihr seht 24%, also Vorschule. Und wenn ihr hier jetzt sozusagen auf Klasse 1 klickt, dann gelangt ihr auch in die Klasse 1 Lernmaterial. Ne? Und da seht ihr, wo ihr schon seid. Ne? Da seht ihr, aha, ich bin ja hier. Das so gespeichert, nur so zur Info. Also ich zeige euch das jetzt nochmal. Wenn ihr auf Khan Academy geht, seht ihr zum einen den Lernfortschritt. Das ist wichtig, damit ihr wisst, wo ihr steht. Ja, dann könnt ihr überprüfen, was habe ich gelernt. Und ihr seid draußen, ja, aus der Lernfunktion, also aus der Lernübung. Und wenn ihr wollt, wieder zurück zu eurer Lektion, also aus der Lernlektion seid ihr draußen. Wenn ihr wollt, wieder zurück zur Lernlektion. Dann müsst ihr einfach klicken auf den Pfeil und dann da seid ihr bei 24 auf Klasse 1 und fertig. Ne? Und da habt ihr auch euren nächsten Schritt. Dann klickt ihr da drauf auf Üben, also auf dieses Viereck und dann kommt ihr wieder in eure Lektion. Ne? Denke mal, das war jetzt alles klar. Von meiner Seite war es das erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial wie Andi macht zu Khan Academy, zum Mathematik-Genie. Aber bis dahin würde ich mal sagen, haut euch rein. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Und ja, ich sage, wir sehen uns gleich bei Andi macht Coursera. Schauen wir uns das mal genauer an. That's it. Bis zum nächsten Mal.